Willkommen zu Let's Play Sailor Moon Another Story von vornherein. Willkommen. Diese Lokalisierung ist nicht freigegeben, um auf eBay oder anderen Plattformen als Reproduktion oder Originalmodul verkauft zu werden. Also, es kommt von weit her. Es bahnt sich ein Weg aus der Tiefe jener Finsternis. Und wandert immer weiter, bis es sie durchbricht. Das Licht erscheint aus der Finsternis. Es überdeckt die Finsternis und diese scheint zu verschwinden. Das Licht und die Finsternis werden eins. Das Licht strahlt hell, doch die Finsternis bleibt bestehen. Ich suche die Finsternis, es dauert nicht lange. Und wir werden eins werden. Dreißigstes Jahrhundert, Crystal Tokyo, Dankeschön fürs Followen. Astronomen des 30. Jahrtausends machen eine wichtige Entdeckung. Ein unbekanntes Himmelsobjekt fliegt auf die Erde zu. Was kann das sein? Es wird als ein Meteorit von enormer Größe identifiziert. Alle sehen verängstigt zu, wie der Meteorit. Weiterhin direkt auf die Erde zurast. Oh mein Gott! Apokalypse! Und während all dies geschieht, sehen wir mehr Credits. Beginnt eine Epidemie, sich unter der Bevölkerung der Stadt zu verbreiten. Währenddessen haben sich einige Jugendliche versammelt. Und sich auf die Seite des Bösen geschlagen. Auf der Suche nach Antworten hat Königin Serenity damit begonnen. Diese Pausen dazwischen sind irgendwie ein bisschen lang. Zum legendären heiligen Silberkristall, dem Ginsuisho, zu beten. Ginsuisho. Wusste gar nicht, dass der so heißt. Warum vibriert der Silberkristall so stark? Eine bösartige Energie ist erschienen. Ha, ich kann es doch schneller machen. Sie muss unglaublich stark sein, Miau. Dem Erleuchteten ist ein schwerer Schlag gelungen. Hä? Dieser Erleuchtete ist ein neuer Feind? Das Zeitalter des großen Friedens ist nun vorbei. Es war klar, dass es früher oder später passieren würde. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wir müssen die Sailor-Krieger informieren. Miau. Der Silberkristall hat aufgehört zu vibrieren. Merkwürdig. Eine Vision von der Katastrophe, die uns bevorsteht,
haben aufgehört. Diese seltsamen Beben, was haben sie zu bedeuten? Ohne Zweifel, es muss einen Zusammenhang mit den Meteoriten geben. Ob das sein kann? Ja, es muss so sein. Der große Frieden des Universums muss durch die Kraft des Silberkristalls geschützt werden. Das neue tausendjährige Silberreich muss bestehen bleiben. Das hat schon mal jemand gesagt. Lass uns gehen. Njau. Okay. Schwester, sind das die Mädchen, nach denen wir suchen? Zweifellos, sie sind der Grund, warum wir hierher geschickt wurden. Hier scheinen sie zu leben. Soll ich sie ausspionieren? Es ist unser Schicksal. Ja, wir müssen versuchen, den Wunsch unserer Herren Apsu zu erfüllen. Es ist Schicksal. Kotzt der Junge? Ist das überhaupt ein Junge? Was ist das für ein grünes Ding, was da aus seinem Mund kommt? Prinzessin, ich gelobe wie meine Schwester, unser Schicksal zu erfüllen. Zip. Und weg sind sie. Shibyusa, was ist los? Ich hatte gerade eine Vision aus der Zukunft. Um was ging es? Kam dein Freund darin vor? Es ging um Mamoru. Dumme Kuh. Es ging um Wichtigeres als das. Ich verstehe nicht, wer von den beiden jetzt gerade redet. Bunny, es ging um einen neuen Feind. Es waren sowas wie Außerirdische. Wir müssen nun alle zusammenarbeiten. Wir müssen sie besiegen. Das klingt ziemlich Worship-User. Aber es stimmt, der Frieden muss bestehen bleiben. Auch wenn böse Außerirdische auf der Erde einfallen. Ich bin Sailor Moon und ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Und im Namen des Mondes werde ich sie bestrafen. Willkommen zu Let's Play Pretty Soldier Sailor Moon Another Story. Einem, man glaubt es gar nicht, Rollenspiel. Und by the way, Fabse, danke fürs Abo. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass du diesen Titel First hast. Was ich nebenbei ziemlich cool finde. Worum geht's hier? Ich glaube, hey, danke Nirobob fürs Followen. Und es ist ein Rollenspiel. Es ist ein JRPG, ein echt klassisches JRPG. Man glaubt es gar nicht. Und ich habe schon mal gespielt, aber das Doofe war, mir sind leider beim Aufnehmen von diesem Let's Play ein paar doofe Fehler entstanden, wodurch ich dieses Spiel leider von vorne anfange. Und lange Rede, kurzer Sinn, los geht es! Nebenbei, das ist eine Fan-based Synchro, denn dieses Spiel kam außerhalb von Japan nie raus. Deswegen ist es umso lustiger, dieses Spiel zu spielen. Denn, wie gesagt, das gibt's nicht auf Deutsch. Ich habe das meiner Freundin zum irgendwann, glaube ich, zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt, als original japanische Kassette mit Verpackung und hab die nicht gesehen. Kann ja mal versuchen, dann ein Bild zwischenzuwerfen, irgendwann mal bei Gelegenheit. Und, ja, los geht's! Ach ja, das ist ein japanisches Rollenspiel. Ich brauche hier A, um zu bestätigen. Miau. Miau, miau. Was ist los, Luna? Irgendwas Eigenartiges geht in... miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Bist du sicher, dass du dir das nicht nur eingebildet hast, Luna?
Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. In Ordnung. Sei vorsichtig da draußen. Gute Nacht. Miau. Miau, 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 miau. Aufstehen und nachsehen oder liegen bleiben und schlafen? Liegen bleiben und schlafen, wo ist das Problem? Aufstehen und nachsehen, nein. Miau, miau. 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 Ja, ist okay, wir gehen gucken. Ich schätze, ich sollte jetzt besser aufstehen. Nun gut, miau. Okay, ich habe ein Tagebuch erhalten. Warum auch immer meine Katze mein Tagebuch mit mir führt. Liest sie heimlich da drin, während ich nicht hingucke? Wer weiß. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Ja, hab verstanden. Was man halt eben von der Katze so erwartet. So. Theoretisch sollten wir uns jetzt hier langsam bewegen können. Wenn nicht das Bild irgendwie dunkel wird. Kapitel 1. Das Schicksal. Aha, ich verstehe. Gut, wir können uns bewegen ganz normal. Links, rechts, geradeaus, oben, unten. Mit Start komme ich in ein Menü. Wir haben hier einen ganzen Haufen Sailor-Krieger. Moment. Wie? Ich kann dir in meine Party hinzuholen? Haha, na wenn das so ist, ich weiß zumindest schon mal, wer die ersten drei sein werden, die wir spielen werden im Laufe des Spiels. Deswegen ist es massiv wichtig an der Stelle, dass wir auf jeden Fall Sailor Merkur, also Amy und Ray dabei haben. Nee, ich kann die leider nicht umbenennen, das wäre zu lustig, glaube ich. Und, genau, dann nehmen wir uns noch Venus dazu. Oh, wir können nur zu dritt sein. Na, okay. Aber es ist ja mal witzig. Ich wusste gar nicht, dass ich das machen kann. Ist ja lustig. Oh, ich kann mir deren wahre Identitäten angucken oder so. Wunderbar. Ich will hier raus. Achso, vielleicht soll ich Start drücken. Hey! Kopiere, um ihre Verbindung zu sehen. Registriere mit Y ab. Ach so, okay. Ich hab's verstanden. Also, erstmal Amy dazu. Ray dazu. Und, oh je, jetzt. Genau, das ist okay. So, ist das jetzt okay? Kriege ich das jetzt hin? Blutgruppe, wie auch immer. Link Sanji. Riesen. Das hat nicht funktioniert, ne? Ach, das ist ja ärgerlich. Na gut, okay. Wie dem auch sei, wir brauchen hier noch nicht abspeichern. Ich würde sagen, wir spazieren jetzt erstmal durch die Gegend. Es ist mitten in der Nacht. Mal gucken, wen wir hier so alles finden. Aha. Die Eltern sind nicht zu Hause. Kein Wunder, warum Bunny hier rauslaufen kann. Mit ihrer Katze. Wer ist hier? Ach so, ja, ist klar. Der gute, ne, ihr Bruder, der darf auch noch mitten in der Nacht wach sein. Was willst du, Bunny? Verschwinde aus meinem Zimmer. Ist natürlich klar. Haben wir hier, können wir hier seine Bettwäsche oder so klauen? Der Junge hat keine Bettwäsche verdient. Ich mag den nicht. Nee, leider nicht. Das ist unser Zimmer. Dann gehen wir mal die Treppe runter. Mal gucken, wenn wir hier haben. So, hier haben wir noch ein Zimmer. Hier, nee, hier sind noch mehr Zimmer. Was geht denn hier ab? Aha, hier haben wir den Versammlungsraum für Leute, die sich versammeln mögen. Hier drüben haben wir die Essecke, na klar, mit dem fetten Fernseher in der Ecke, weil man da natürlich am besten von gucken kann, vom Bücherregal. Man kann sich hier in dieses Bücherregal reinsetzen, so hat man dann einen Tunnelblick genau auf diesen wunderschönen, ziemlich dicken Flachbildfernseher.
der bestimmt kein Flachbildfernseher ist. Aber egal. Oh, hier ist ein Telefon. Können wir irgendjemanden anrufen? Nein, wir können niemanden anrufen. Es ist, wie wir gerade sehen, 5 vor 12. Es könnte aber auch 5 nach 10 sein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aha. Mutti ist am Kochen. Das ist es. Oh, Bunny, du bist heute aber schon früh auf den Beinen. Ja, wir haben es irgendwas zwischen 22 und 2 Uhr. Und ich hatte, glaube ich, noch nicht vor, schlafen zu gehen. Nein, wir müssen uns hier... Oh, wir können rennen. Oh, krass. Wenn ich Dings gedrückt halte, wer bist du denn? Leute, tut nicht das, was dieses 14- oder 15-jährige Mädchen hier gerade tut. Sprecht auf der Straße nicht fremde Leute an. Also zumindest nicht um die Uhrzeiten. Vor allem nicht, wenn die so auffällig auf der Straße rumgeistern. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Oh, du siehst ziemlich müde aus. Diese Medizin sollte dich heilen. Es gibt überall viele erschöpfte Leute. Wo geht es hier nur raus? Ich möchte nicht wissen, was er hier gerade gegeben hat. Ja, komm, die gesamte Nachbarschaft ist wach mitten in der Stadt. Vielleicht könntest du dich mit meinem Sohn treffen. Er sieht sehr gut aus. Sorry, ich habe schon einen Freund. Okay. Random Car Appears. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie man dieses Spiel spielt, dann solltest du in das Uhrengeschäft oder in die Spielhalle gehen. Also, ganz im Ernst, ich glaube, es ist ja wohl eindeutig, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wie weit kommen wir denn dahin? Bunny! Achso, miau. Miau, 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 miau. Okay, alles klar. Wir erkundigen uns erstmal nach... Alter, das ist voll gefährlich. Kommt auf einmal so ein Auto um die Ecke getourt. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Das Game Center. Nice. Endlich mal was. Psst, sprich nicht mit mir. Ich versuche mich zu konzentrieren. Spannung. Dieser Spielautomat heißt Spannung. Und man kriegt da, das sieht aus wie Schaufeln. Okay, dieser Junge möchte wohl irgendwie schaufeln oder so. Was das tun? Wenn du den B-Knopf gedrückt hältst, kannst du schneller laufen. Und wenn du während des Laufens L oder und R drückst, kannst du rennen. Was? Wow. Okay, das ist Laufen. Und das ist Rennen. Wow. Alter. Voll egal. In diesem Spiel wird deine Angriffs- und Verteidigungskraft durch Accessoires verändert. Sie werden in verschiedenen Läden verkauft. Okay. Dieses Spiel ist sehr lang. Sobald du einen Luna P-Ball siehst, solltest du dein Spiel abspeichern. Na dann, leg mal los. Okay, bevor ich nochmal mit euch sprechen möchte, möchte ich das Spiel speichern. Ja. Wir haben 2 Speicherorte. Und ich nehme den oberen. Kapitel 1. Wie ihr seht, war ich sogar schon mal in Kapitel 2 oder so. So. Toll. Ein Junge versperrt mir den Weg. Hey, Bunny. Du siehst so gut aus wie immer. Ich kann schon an deinem Gesicht ablesen, dass es dir gut geht. Ja, ich wurde mitten in der Nacht aus dem Bett gezogen. Ich glaube, du hast eine Menschenkenntnis wie ein Stück Baum. So, okay, das Game Center ist abgehakt. Hier ist nur eine Hauswand im Weg, okay. Boah, Alter. Als würden wir hier Drogen nehmen. Sprinten wir hier durch die Gegend. Ich möchte hier nicht rein. Zumindest nicht in ein Geschäft mit diesem Aufdruck. Hier ist auch irgendwie nichts. Nichts. Oh, hier laufen noch Leute rum. Osa P. Osa P ist was Schönes. Was haben wir denn hier noch? Verschlossen. Aha. Wer sollte auch mitten in der Nacht seinen Laden offen haben? Ich verfolge eine schwarze Katze, das bringt Pech. Ja, ich weiß. Die habe ich schon seit ein paar Jahren hinter mir herlaufen. Und die labert. Oh, Leute, die labert. Das Uhrengeschäft. Ah, irgendwas war mit dem Uhrengeschäft. Ich glaube, hier stehen alle Uhren still. Das ist das Problem. Willkommen. Ich kann hier Sachen kaufen. Uhr oder Wecker? Tempo erhöht, erfasst die Zeit. Erweckt schlafende Freunde. Nee, danke. Nichts, was ich gerne haben möchte. Du kannst Heilgegenstände im Kampf benutzen. Sie können deine Gesundheit regenerieren. Boah, krass, ich fühle mich wie in einem Rollenspiel. Ah, das ist mal was Interessantes. Das könnte man echt gebrauchen. Die Symbole an der Wand stellen Befehle dar, die während des Kampfes verfügbar sind.
Stell dich vor eines von ihnen und drücke den A-Knopf. Dann wird eine kurze Beschreibung des Befehls erscheinen. Das ist gut, das brauchen wir nämlich, um mit dem Kampf klarzukommen. Also was ist das? Angriff. Mit diesem Befehl führt man einen physikalischen Angriff durch. Die Stärke des Angriffs ist abhängig von deinem Level und den verwendeten Accessoires. Diese sollten verwendet werden, sobald man sie findet. Spezialtechniken. Benutze diesen Befehl, um eine Spezialtechnik anzuwenden. Du kannst diesen unter Techniken im Menü auswählen. Okay. Verknüpfte Techniken. Du kannst diesen Befehl verwenden, um Techniken zu verknüpfen. Damit werden die Angriffe der Kriegerin kombiniert. Es sind zahlreiche Kombinationen möglich. Okay. Formationstechnik. Dieser Befehl steht für den Einsatz von Formationstechnik. Durch jede der vier Formationen können verschiedene Angriffe durchgeführt werden. Aha. Gegenstände. Mhm. Wähle diesen Befehl, um Gegenstände im Kampf zu verwenden. Oh. Es ist ratsam, sie mit Bedacht einzusetzen. Aha. Verteidigung. Dieser Befehl erlaubt es dir, dich zu verteidigen. Während der Verteidigung werden feindliche Angriffe halbiert. Aha. Und Flucht. Na toll, das hätte ich mir gar nicht lesen müssen. Was wird wohl Flucht bedeuten? Ha. Vermutlich können wir dann einen Kampf entfliehen. Das ist aber nur so eine vage Vermutung, die ich habe. Ich möchte jetzt noch ganz gerne was ausprobieren. Ja, geil, das funktioniert. Die Turbo-Taste klappt. Das ist für mich später wichtig, wenn ich dann doch mal leveln muss. So, wir wollen aber zu OSAP. Nee. Ah nee, der Laden war dicht. Dann müssen wir jetzt zu OSAP. Wo war OSAP? Da ist OSAP. Ah, so hilf mir doch jemand! Oh, das ist Naru. Naru wird von einem Monster angegriffen. Miau, 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 miau. Macht der Mondnebel. Make up. Ich weigere mich, mach auf zu sagen. Hör sofort auf. Wer ist da? Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Ich bin Sailor Moon. Höre meine Worte, Dämon. Welcher wehrlose Mädchen angreift? Ich bin Sailor Moon und im Namen des Mondes... Jetzt ist der Chat gefragt. Na, was kommt als nächstes? Sie schlafen alle. Werde ich dich bestrafen? Frechheit. Make up. So, wir kommen in den ersten Kampf. Gegen Snishintab. Okay. Wait a moment. Wie kann ich denn... Achso. Klar. Ich kann den Analogstick nicht einsetzen. Was haben wir hier? Wir haben hier Mondstein. Wir haben Macht des Mondes. Und Macht der Liebe. Ich würde sagen, wir machen erstmal ganz normalen Angriff. Wir gucken, was passiert. Boah, 2 Schadenspunkte. Frech. Ich mache dafür 5. Okay, das hat nichts gebracht. Dann machen wir Macht des Mondes. Auf sich selbst. Not sure. Mondstein? Ah. Smack. Okay. Wir versuchen es nochmal. Ich hoffe, dass wir genügend Schaden machen, um diesen Kampf zu überstehen. Yay! Der erste Kampf! Gut, wir haben 3 Erfahrungspunkte und 500 Yen bekommen. Das ist schön, dass sie zumindest ein bisschen Geld mit sich führen. Ein Dämon ist wieder zum Leben erwacht. Das hast du also gemeint, Luna? Vielen Dank, Sailor Moon. Ist schon in Ordnung. Solltest du je wieder in Gefahr geraten, ruf einfach nach mir. Meine Handynummer hast du ja. War's das? Das war sehr clever, Sailor Moon. Ich bin froh, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und du? Vielen Dank, Sailor Moon. Ich danke dir von ganzem Herzen. Gern geschehen. Aber jetzt räume ich nochmal kurz eure Bude aus. Warum? Weil ich es kann. Ganz einfach. Gibt es hier überhaupt irgendwas zum Ausräumen? Natürlich nicht. Gibt es hier generell so etwas wie Kisten oder so etwas? Wir haben geheime Vorräte oder so? Ah, seht ihr, da ist doch eine Kiste. Haha. Glückwunsch, du findest eine antike Puppe.
wofür auch immer die ist. I'm not sure. Ah, guck mal, hier haben wir eine Luna P-Puppe. Können wir gleich unseren ersten Kampf abspeichern, den wir erfolgreich hingelegt haben. Yay. Und jetzt kommen wir hier raus. Ich glaube, wir haben alles. Auf die Accessoires komme ich später nochmal zurück. Ja. Blöde Pflanzen, wer stellt die denn auch bitte schon so auf? Ja. Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause und lege mich in mein Bett. Das klingt gut. Nanu. Wo bin ich? Meister. Diese Stimme, die ich gehört habe. Du bist Conceite. Meister, das Schicksal rückt näher. Ein böser Meteorit, gesandt von einem dunklen Stern, nähert sich, um das Schicksal wieder zu seinem Ursprung zu führen. Dieser schreckliche Meteorit hat die Kraft, alles wiederkehren zu lassen. In der Gegenwart, in der Zukunft und in der Vergangenheit. Er wurde in die Welt gesetzt, um alles zu dem zu machen, was es einst war. Was? Wiederkehrendes Schicksal? Wann wird es geschehen? Steht in naher Zukunft bevor. Habe ich damit etwas zu tun? Du sollst derjenige sein, der über die Zeit entscheidet. Warte! Conceite! Nani? War das ein Traum? Aber ich muss über die Zukunft entscheiden. Die Truhe der vier Generäle leuchtet. Hey Leute, hört mal her. Ihr müsst euch verwandeln. Es sind wieder Monster erschienen. Ich frage mich, was hier vor sich geht. Wurden die Deathbuster wieder zum Leben erweckt? Bunny, bist du dir sicher, dass du das nicht nur geträumt hast? Oh, du bist ja so gemein, Ray. Amy, du glaubst mir doch, oder? Wo ist Amy? Tut mir leid, ich bin so schnell gelaufen, wie ich konnte. Ich musste noch mit Rio sprechen. Gut, lass uns reingehen. Schon eine Weile her, seitdem du dich das letzte Mal mit Rio Urwa getroffen hast, nicht wahr? Während seinen Ferien ist er in Tokio. Hast du dich nun dazu entschlossen, mit Rio zu gehen? Nun ja. Es stehen bald die nationalen Prüfungen bevor. Ihr seht also... Wir sehen was. Ich dachte, wir könnten in die Bibliothek gehen. Oh. Möchtest du mit ihm in die Bibliothek gehen? Oh, wirklich? Amy, wenn du das sagst, kannst du es auch nur mir erzählen. Ah, du bist viel zu neugierig, Makoto. Gut, habt ihr schon Pläne, mit dem wir anschließend... mit wem ihr anschließend ausgeht? So ist das nicht gemeint. Wir können uns nicht verabreden. Wir sind schließlich noch in der Junior High. Doch eines Tages werde ich mit Rio zusammen sein. Ja. Yeah. Also, wo wollt ihr hin? Hi. Tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Was ist los, Amy? Dein Gesicht ist ja ganz rot. Hey, Amy hat einen Freund. Und der taucht bald schon auf? Hey, Moment mal, Makoto. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ja, hallo Leute. Wie geht es euch? Ray, heute siehst du ja noch hübscher aus. Danke, Yoshiro. Viel Spaß euch noch. Ich bin nur reingekommen, hallo und tschüss zu sagen. Also, Ray? Was ist los, Bunny? Warum sprichst du in diesem Tonfall?
Na, wegen dem, was da gerade passiert ist. Yushiro und du seid nur gute Freunde, nicht wahr? Da ist nichts. Tatsächlich? Tatsächlich. Wirklich? Wirklich, da läuft nichts. Und Bunny, wer ist denn dein Freund? Meiner? Es scheint so, als wären Mamoru und ich das perfekte Paar. Und so wird es für immer bleiben. Er hat mich schon geküsst. Wow, ich hätte das nicht sagen sollen. Zu spät. Selbst wenn du dich so benimmst, bin ich dennoch eifersüchtig. Wie wahr? Bunny ist mit Mamoru zusammen. Emmy und Ryu leben zwar etwas entfernt voneinander, aber sie sind ein Pärchen. Und egal was Ray auch sagt, sie ist mit Yushiro zusammen. Ich möchte auch einen Freund haben. Ich auch. Miau, 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 miau. Oh ja! Entschuldigung, wegen heute. Hey, wollen wir Amy nicht folgen? Das ist ziemlich mies. Aber es interessiert mich schon. Hey, wartet mal. Gut, lasst uns gehen. Makoto, kommst du nicht mit? Nein, ich halte mich da raus. Ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Oh, na gut, aber nur dieses eine Mal. Es ist nun schon so lange her, seitdem ich Ryu das letzte Mal gesehen habe. Amy muss in diesen Bus gestiegen sein, oder? Dieser Bus fährt doch nur zur Endhaltestelle Tokio, nicht wahr? Lass uns da auch den Bus nehmen. Ich bin so aufgeregt. Die Busse fahren hier alle 30 Sekunden. Das ist eine sehr effiziente, Dings. Linie und so. So, wo sind wir denn hier? Nein, ich will den Bus nicht nehmen. Will eigentlich hier irgendwo anders hin. Das ist die Haltestelle Tokio. Weil Tokio auch nur eine einzige Haltestelle hat. So. Gehen wir doch hier einfach mal hoch. Das sieht mir hier richtig aus. Hä? Ah, dort ist Amy. Bunny, wir müssen uns verstecken. Ach ja, sehr gut. Es ist schön, wie die alle so hinterherlaufen und sich freuen, wie Amy ihren Freund vom Bahnhof abholen möchte. In und out. Hey Bunny, lass uns noch etwas länger warten, ja? Na, aber warum denn? Wir haben doch schon lange genug gewartet. Ich frage mich, wie weit die beiden schon gegangen sind. Ist das so? Selbst wenn sie sich so aufführt, die zwei stehen sich sehr nah. Ich frage mich, wie Ryu wohl so ist. Besessen? Oder so? Weiß ich nicht. Es ist nun schon so lange her. Ich hoffe, Ryu geht es gut. Scheint, als wäre der Shinkansen-Express bereits angekommen. Das Wiedersehen der beiden muss ein wundervoller Moment sein. Ja, aber irgendwie stimmt hier etwas nicht, oder? Wah! Moment, was ist passiert? Da ist ein Monster. Geh mir aus dem Weg. Ein Monster? Das Monster hat einen Jungen in seiner Gewalt. Ruf die Polizei!
Leute, lasst uns nachsehen. Es ist Zeit für Selbstjustiz. So logisch. Amy! Leute, seid ihr da, um mir zu helfen? Puh, ich kann so viele verschiedene Auren spüren. Leute, verwandelt euch! Okay, wird das jetzt einer nach dem anderen? Macht der Merkur-Nebel! Make-up! Macht der Mars-Nebel! Make-up! Macht der Jupiter-Nebel! Make-up! Macht der Venus-Nebel! Make-up! Macht der Mond-Nebel! Make-up! Lasst uns reingehen. Okay. Erstmal müssen wir hier einen Eingang finden. Ah, da ist der Eingang. Eingang gefunden. So, da geht's raus. Da geht's hier entlang. Hier kommen wir auch nicht rein. Tja, das ist dann wohl eindeutig, wo wir lang müssen, ne? Zum Glück können wir hier abspeichern. Möchtest du abspeichern? Ja, klar, möchte ich abspeichern. Warum denn eigentlich auch nicht? Kostet ja nichts. Oh, was? Wir können sogar zu fünft hier rumlaufen? Das ist ja bombastisch. Ist ja fast so, als ob ich das Spiel das erste Mal spiele. Aber was wird uns in diesem Schikanzen auf uns warten? Wir werden es sehen, aber erst in der nächsten Folge. Uhaha. Bis zum nächsten Mal. Let's play Sailor Moon, Another Story.